Herzlich willkommen aus dem Markt Leerberg im Landkreis Ansbach. Wir sind auf der oberen Hindenburgstraße unterwegs in Richtung Ortsmitte. Links der Gasthof Kern. Stelle hat das Navi gelotst zur Kirche. Das ist der Marktplatz. Das hier ist die untere Hindenburgstraße. Und wir kommen zum Ortsausgang wieder. Es geht zurück in Richtung Ortsmitte auf der unteren Hindenburgstraße. Vor uns jetzt schon die Kirche. Links die Brauerei Rau, ein altes verlassenes Gebäude. Rechts die Osteria Leone. Noch eine Pizzeria links. Links eine alte Ruine eines Hauses, ein Thai-Restaurant, so kulinarisch ist ja schon einiges geboten im Leerberg. Das ist jetzt die obere Hindenburgstraße, vorne ist der Gasthof Kern. Garten. So, fahren wir mal nach rechts da in Richtung Rathaus. Ballstatter Straße. Gar nichts mehr Interessantes zu sehen.
Felsenkeller links. Links geht es in Richtung des Rathauses. Das ist das Rathaus hier. Langweiliges Gebäude. Uns ist dann wieder die obere Hindenburgstraße. So, wir biegen mal hier ab in den Schulweg. Dann noch ein Schulhof. So, und was ist das hier? Ein kleines Schloss. Rechts ein Schlösschen. Hier in diese Straße ab. Gartenstraße. Und wir landen vor der Feuerwehr von Lehrberg. Und das Schützenhaus ist auch nebendran. Noch eine Seitenstraße. Und zwar die Steingasse. Friedhof, Sportplatz. Sieht nicht sehr spannend aus. Reicht schon hier. Kirchturm und vor uns ist dann die Kirche. Und
Das hier ist die Rietzartstraße. Das war eine interessante kleine Gasse hier mit Blick auf die Kirche. Der Häfnersplatz ist das. Bisschen eng. Durch welches wir durchfahren können. Was ist das hier für ein interessantes Haus? Auf der Rietzartstraße und fahren jetzt wieder hier auf den Markt. So, wir sind auf der oberen Hindenburgstraße nochmal und fahren jetzt hier über die fränkische Rietzart und verlassen an dieser Stelle den Markt Leerberg und ich verabschiede mich. Tschüss.